Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Microsoft Flight Simulator 2020. Ich weiß, ich bin wieder relativ früh dran, aber inzwischen gab es einige Weltupdates. Ich habe sie auch alle installiert, das war ein Graus. Man braucht hier die meiste Zeit im Spiel tatsächlich fürs Herunterladen. Ich glaube, ich habe so 160 Stunden, 150 davon sind durch Downloads. Das haben sie nicht ideal gemacht, aber wir sehen uns das schöne Spiel jetzt erstmal an. Also, da ich aus dem Ländle komme, wählen wir erstmal Stuttgart aus. Das war ja hier irgendwo, Albis, Zürich, zu weit südlich. Da ist Stuttgart. Da ist der Flughafen, da ist Stuttgart an sich. Abflug festlegen, können wir einfach so machen. Müssen nicht unbedingt von der Landebahn starten, dann wählen wir ein schönes Flugzeug. Oder ihr habt sie ja noch gar nicht gesehen, was ich da alles habe. Die meisten waren in meinem Ultimate Premium Pack von Microsoft Flight Simulator dabei. Ich habe mir vorhin mal eins gekauft und ich habe mir tatsächlich zwei Mods für Wetter, ein Mod für Baumhöhe gekauft, der hat knappe 5 Euro gekostet, und ein für Wetterpreset. Den habe ich aber noch nicht ans Laufen gebracht. Muss mal sehen, welche Taste das ist. Also, was nehmen wir, um Stuttgart zu erkunden? Helikopter bin ich noch nie geflogen. Ich spiele das hier auch nur mit Maustastatur und Xbox-Controller, also das wird kein nix für Simulator-Freunde im Moment. Ah, genau, die Junkers habe ich mir gekauft, die sah irgendwie richtig cool aus. Aber ich hätte gern was Schönes. Hier zum Beispiel die Pipi-Strehl. Das klingt doch nach mir. Können eine Lackierung auswählen. Ach, die hatte ich glaube schon mal. Glaub, die hat mir dann nicht so gut gefallen beim Fliegen. Dann nehmen wir doch einfach die Robin. Oder den Robin. Nee, die. Ach, was soll's. Textron Aviation. Wir werden einige Flugzeuge ausprobieren. So, dann schön den Flight Simulator Skin drauf. Dann einmal auf Schließen. Hier können wir auswählen, bei welcher Tageszeit wir starten möchten. Ich mach mal in den frühen Morgenstunden. Das können wir während des Losfliegens alles noch einstellen. Auch während des Fliegens. Das ist aber ein schöner Hintergrund. Und normalerweise skippe ich Ladesequenzen. Das heißt, die werde ich auskippen. So, da sind wir abflugbereit. Ich muss nur noch draufdrücken. Entweder mit der Maus oder mit dem Controller geht das auch. Machen wir es mal mit der Maus. So, externe Ansicht. Und dann schauen wir uns hier mal um. Wir können natürlich auch hier das Wetter gleich verändern und die Tageszeit. Finde, das sieht richtig genial aus, was man damit machen kann. Ganz besonders mag ich diese durchbrochene Wolkendecke. Kann ich auch ein bisschen nach oben schieben, je nachdem, wie es mir gefällt. Also grafisch ist es, ich nenne es mal Spiel, der Simulator relativ cool. So, wir machen jetzt aber mal so, dass wir was sehen. Wenige Wolken und eine bisschen bessere Beleuchtung. Und dann muss ich schauen, dass mein Flugzeug hier nicht abstürzt. Und dann schauen wir uns kurz um und dann ab ins Menü und dann schauen wir uns schönere Städte als Stuttgart an. Aber ich dachte, da ich aus dem Ländle komme, muss ich das mal zeigen. Ich wohne auch in der Nähe Stuttgart, obwohl in Baden-Württemberg ist außer Karlsruhe ja alles Nähe Stuttgart. Ja, vielleicht Ulm auch noch. So, das ist ein sehr schönes Flugzeug. Ich mag das Geräusch, ich kenne mich null aus mit Flugzeugen. Ich weiß nur, es ist nicht gut, wenn sie abstürzen. Ja, und das ist so ziemlich all mein Wissen. Da haben wir ein paar Gleise. Und da rechts ist ja schon der Kopfbahnhof. Das Fiasko um Stuttgart 21 hat bestimmt jetzt jeder mitbekommen. Inzwischen. Ja, und ist gerade auch nicht sehr angenehm, wenn man hier von einer Regionalbahn in eine S-Bahn steigen will. Da braucht man 10 bis 15 Minuten Laufweg, je nachdem wie fett man ist. Also, ich brauche die 15 Minuten. Da ist er, und da sehen wir auch die Baustelle. Aber Stuttgart ansonsten, aus der Luft sieht's gut aus. Ich hätte sonst gesagt, ja, ich weiß, ich bin zwar Schwabe, aber ich finde, Stuttgart ist mitunter die hässlichste Stadt, die ich kenne. Es hat auch schöne Seiten, aber boah, so viel Baustellen, so viel Verkehr, so langgezogen irgendwie. Also, ich bin kein großer Fan von Stuttgart. Da ist der Schlossplatz, da ist irgendwo ein ganz geiles Restaurant in der Nähe, also direkt neben dem Schlossplatz, ich glaube direkt unterm Flugzeug.
habe ich das beste Schnitzel der Welt bis jetzt gegessen. Ich war aber auch noch nicht an so vielen Orten. Ich war hauptsächlich in Deutschland. Ab und zu mal ein bisschen im näheren Ausland. Ich glaube, das weiteste war England. Habe ich einen Kumpel nach Oxford gefahren. Und das war lustig. So. Der besagte Kumpel lebt auch irgendwo hier in Stuttgart, da oben auf dem Berg. Werd nicht genau draufhalten, will ja niemanden doxen. Aber das ist schon eine richtig geile Ansicht. Und was wäre das für ein angespielt Video, wenn wir das nicht mal jetzt bei verschiedenen Beleuchtungen noch anschauen? Guckt euch das an bei Nacht. Ich sehe mein Flugzeug zwar nicht mehr, aber wir sehen das schöne, schöne Stuttgart. Je dunkler das ist, umso schöner ist es aus der Luft. Ja. Wie gesagt, nicht der größte Stuttgart-Freund. Ihr könnt euren Hate diesbezüglich, falls ihr Stuttgart über alles liebt, gerne in den Kommentaren kundtun. Ich stehe zu meiner Meinung. Ansonsten will ich Gegenbeispiele von euch. So, jetzt bei einem schönen Sonnenaufgang auf zur Mercedes-Benz Arena. Wir können natürlich auch hier mal versuchen, Looping zu fliegen. Ich habe es zumindest so eingestellt, dass das Spiel nicht sofort uns ins Hauptmenü zurückwirft, wenn ich Mist mit dem Flugzeug baue. Looping! Gas wegnehmen und... Yay! Ja, das piepst ein bisschen. Ich finde trotzdem, ich habe das gerade ganz gut hinbekommen. Vertraut mir bitte kein echtes Flugzeug an, das wird nicht gut gehen. Ist vielleicht gerade doch noch ein Tick dunkel. Ja, es leckt auch noch leicht, das ist in Ordnung, das darf das Spiel ab und zu. Verstehe ich gar nicht, ich habe doch eigentlich Frame Generation an. Ich spiele auf 4K, so ziemlich das meiste auf Ultra. Und wenn ich in eine neue Region komme, kann das schon mal passieren. Müsste ich die Einstellung vielleicht doch mal ein bisschen konservativer stellen. Kann aber mit konservativen nicht so viel anfangen. Es kann auch sein, dass ich gerade nebenbei aufnehme. Das belästigt die Grafikkarte ja nochmal. So, aber da sieht man den wunderschönen Neckar. Ja, und da ist der Stuttgarter Flughafen da hinten. Ist aber relativ cool. Ich habe mir erst kürzlich das Update, also kürzlich heißt gestern, bevor die Aufnahme hier gemacht wurde. Na, jetzt leckt's doch ganz schön. Hab ich mir dieses Update für die südwestlichen deutschen Städte runtergeladen. Und ich finde, das hat sich ordentlich gemacht. Gestern sah das noch nicht so gut aus. So, wir sehen uns gleich im Hauptmenü wieder. Ah, das gebe ich nicht, das hat noch gereicht. So, wir können uns natürlich auch Aktivitäten anschauen. Ich würde ganz kurz mal aus Gründen der Performance, Frame Generation ist ein, nicht Auto, ausgeglichen. Machen wir es mal auf ausgeglichen in der Hoffnung, dass es passt. Wie gesagt, ansonsten annähernd 4K, also nennt man 4K, ist eigentlich UHD. Da muss man nicht zu technisch werden und der Rest ist auf Ultra. Detailgenauigkeit des Terrains wollte ich hochstellen, aber da hat sich die Grafikkarte auch schon beschwert. So, nicht so viel in technische Details gehen. Jetzt suchen wir uns doch was Schönes aus. Gehen wir vielleicht, also Berlin finde ich eine schöne Stadt, Hamburg finde ich auch eine schöne Stadt. Dann gehen wir doch erstmal nach Hamburg. Ist vielleicht ein bisschen sympathischer als Berlin. Und was nehmen wir? Erstmal ein anderes Flugzeug, vielleicht mal ein schnelles Flugzeug oder so ein Wasservieh. Oder mein neu gekauftes. Wir können natürlich auch den Ornithopter aus dem Haus Atreides nehmen. Das war so eine Dune-Promotion. Finde ich auch relativ charmant, dass es die gab. Den werden wir auf jeden Fall noch fliegen. Ich wäre aber mal hier... Boah, ist zwar eine Boeing. Hoffen wir, dass wir nicht abstürzen. Aber ich denke, das klappt schon. Und da werden wir jetzt wenig von Hamburg sehen. Muss ich tatsächlich sagen. Ne, das Ding wird ein bisschen schneller sein. Naja, da sind wir. Vielleicht können wir nach Berlin kurz rüberfliegen. Der scheint ein schnelleres Flugzeug zu sein. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen was von Hamburg sehen. Ach, das geht ja. Und auch ein wunderschönes Geräusch. Da unten ist es. Da ist auch die Elbphilharmonie. Hier sind ganz viele Gleise. Hier ist ganz viel Wasser, die Elbe. Ich hoffe, das ist die Elbe. Und der steuert sich auch cool. Dreh dich mal wieder um, Kollege.
Die steuern sich ja echt cool. Der hat ja mehr Flexibilität als das Flugzeug, was ich gerade hatte. So. Finkenwerder, da war ich auch schon mal. Ich war auch hier in Buxtehude. Das ist irgendwo in der Nähe, ein bisschen links von mir, wenn mich meine Orientierung nicht täuscht. Da kommen auch die schönen Chemtrails. Weiß nicht, warum so viele Schwaben an diese Verschwörungstheorie glauben, aber sollen sie halt. Ich bin nicht so leicht verschwörungsmäßig unterwegs. So, dann schauen wir uns Hamburg gleich mal hier bei Nacht an. Schaut euch das an. So langsam sehen wir alles. Ist das nicht genial? Da wäre ein Flughafen. Glaub nicht, dass ich da landen kann. Generell, weil ich nicht landen kann. Beziehungsweise runter komme ich, aber nur einmal. So, und auch hier machen wir doch mal wieder die durchbrochene Wolkendecke. Das sieht so geil aus, aber ich will halt, dass ihr was von der Stadt seht. So, wir machen mal ein bisschen schneller. Schneller, Nachbrenner, Turbo. Vielleicht können wir auch ein bisschen tiefer. Nein, hör doch auf zu legen. Mach doch sowas nicht, Spiel. Ja, also, ich habe den 4090 drin. Ich habe einen ganz guten Prozessor. Ich glaube, einen i7-13700K. Irgendwie sowas um den Dreh. Also, da braucht man schon eine beefige Maschine. Zumindest auf 4K in den Einstellungen. Wenn man es dann auch noch in 4K aufnimmt. Aber sieht das geil aus. Ja, jetzt seht ihr hauptsächlich Wolken, ich weiß. Ist vielleicht beim Rendern geschickter, da muss ich nicht so viel, so große Datenmengen haben. Nee, meine Idee ist, dass tatsächlich auch eine Let's Play-Serie ein bisschen aus dem Ding hier entsteht. Und zwar eher im Stil von einem lehrreichen Let's Play. Ich suche mir irgendwie schöne Städte, schöne Orte, Wahrzeichen raus, flieg da ein bisschen rum, laber drüber, was das so interessant macht. Bei schönen Wetterbedingungen, bei interessanten Wetterbedingungen und dann hätte ich Lust drauf, lerne ich was, habt ihr vielleicht auch, zumindest manche von euch, Lust drauf, dann lohnt sich zumindest das Spiel für mich, weil das hat mich, ja, überraschend viel Geld gekostet dafür, dass ich es wirklich hauptsächlich runtergeladen habe. Aber grafisch einfach die Wucht. So, ich denke mal, oh, Boberg. Wie schnell kann das Teil eigentlich fliegen? Gehen wir mal hoch. Hui! Ah, und da hinten gab es wieder Artefakte. Ich glaube, das hat ein bisschen mit dem DLSS zu tun. Da unter den Wolken. Manchmal haben die so Gitterstrukturen, aber da ist Barsbüttel. Da war ich noch nicht. Da ist ein Stapelfeld. Ich habe zuerst Stapelpferd gelesen. Das hätte keinen Sinn gemacht. So, wir können natürlich jetzt auch noch sagen, dass wir ein bisschen mehr Sonnenuntergang wollen. Oh, herrlich. Einfach herrlich. Wir können natürlich das Wetter so einstellen, wie es uns gefällt, aber schaut euch das an. Schaut euch das an. Die Wattebäuschen. Ich bin da richtig so ein Sacker für Grafik. Wir können das natürlich auch hochsetzen, dann haben wir ein bisschen mehr im Sturm. Sturm nach oben. Sturm nach oben. Ich sehe ja nichts mehr. Nee, machen wir mal ein bisschen klarer Himmel. Live-Wetter wird natürlich auch gehen. Ah, ich mag Sonnenaufgang theoretisch mehr, weil da wird es immer heller. Beim anderen wird es immer dunkler. Und dann sehen wir irgendwann nichts. So, aber jetzt mal Vollgas. Und dann gehen wir vielleicht mal nach New York. Auch relativ geil von oben zu sehen und generell eine sehr schöne Stadt, wenn man nicht da wohnen muss. War zwar noch nicht da, aber im Flight Simulator ab und zu schon. Also das lohnt sich richtig. Es gibt so viele schöne Städte, die ich noch nicht kenne und deswegen auch die Let's Play Serie. Werde da irgendwie mal sehen, ob ich so ein Random System machen kann, damit ich irgendwas Interessantes raussuche und dann ein bisschen recherchiere, ein bisschen drüber laber. Mal schauen, wie das funktioniert. Vielleicht versuchen wir auch mal zu landen. Oh, da ist Horburg und Wittorf und Barum. Sagt mir alles nichts, aber sie existieren. Sankt Dionys und da ist Barum. Dann versuchen wir mal Barum anzufliegen, bevor wir hier das Flugzeug und das Land wechseln. Fahrwerk ausfahren. Mit G oder am Controller geht das auch. Oh, ich bin glaube zu schnell. Ich habe das Fahrwerk noch nicht draußen.
Dann machen wir es ein bisschen heller. Ich muss ja sehen, in welchem Ort ich hier lande. Na also, Barum haben wir jetzt verfehlt, aber... Boah. Mach mal ein bisschen langsamer. Wieso sind die Jets so schnell? Die landen doch auf einem Flugzeugträger. Da haben sie auch eine Seilvorrichtung unten. Wir brauchen mehr Seile auf deutschen Feldern. Generell auf Feldern, müssen nicht unbedingt deutsch sein. Nein! Ganz normale Landung. Ganz normale langsam. Langsam. Au. Guck, so macht es ein richtiger Navy-Pilot auch. Kommen die Dinger auch mal runter? Und drücken. Und nach unten drücken. Ups, ein Baum. Und eine Autobahn. Oder ist es ein Fluss? Ein Glück ist nur ein Fluss. Hui. Notgewassert. Ja, das reicht. Also. Dann andere Strecke, anderes Land, andere Stadt. Ja, ich dachte, ich hätte jetzt auf weiter gedrückt. Anscheinend ja nicht. So, einmal Weltkarte. Wir können hier auch ganz cool Koordinaten eingeben. Ich weiß nicht, ob das schon klappt mit Namen. Ich gebe mal Berlin ein. Nee, das sucht nur Flughäfen, aber wenn man da von Google Maps oder einem Map-Dienstleister seiner Wahl Koordinaten einträgt, klappt es tatsächlich. Also wir wollen kurz nach Amiland, weil das schon schön aussieht. So, New York, irgendwo da oben hängst doch. Ja, fast. Nur ein bisschen verfehlt. Irren ist menschlich. Ja, ist es. Das erkenne ich sofort. Ja, ich würde sagen, hier Abflug festlegen. Aus taktischen Gründen werde ich hier keine Passagiermaschine nehmen. Das ist noch zu früh mit dem 11. September. Wir nehmen vielleicht mal einen Helikopter, aber dann schon den großen. Wie gesagt, noch nie geflogen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt ähnlich. Obwohl Helikopter kann schon schnell fliegen. Aber das wäre natürlich auch klasse hier. Der Grumman. Obwohl, ich probiere mein neues Flugzeug, das ich mir gekauft habe, aus. Lackierung. Oh, natürlich Gold. Nee, nehmen wir es doch so in Rot. Das finde ich ein bisschen dezenter. Erinnert mich an Felgen von meinem Fahrschulmotorrad. Also das Motorrad, das ich gerade auf der Fahrschule fahre. An der Fahrschule. Obwohl, das hat blaue Reifen. Zumindest so einen blauen Strich. Ist egal. Ist akzentuiert. Mehr wollte ich nicht sagen. So, da sind wir. Schweben in der Luft, sind bereit zum Fliegen. Ganz klarer Himmel, das sehe ich sofort. Und dann muss ich sagen, ich mag das Flugzeug. Kann ich das Fahrwerk hier einfahren? Nee, das sieht nicht so aus. Das ist fest montiert. G drücken bringt also nichts. G für Landing Gear wahrscheinlich. Da ist eine Brücke. Kann leider im Moment nicht sagen, welche. Erinnert mich aber aus einer von GTA 4. Ich glaube, die war eher... Wo ist Brooklyn? Wo ist Hoboken? Keine Ahnung. So, wir geben mal ein bisschen Gas. Oh, da fliegen Autos über den Highway. Da gehören sie natürlich nicht hin. Aber dann wollen wir uns mal nach Manhattan so langsam begeben. Auch hier natürlich können wir kurz mal Wetter einstellen. Wieder, oh, machen wir mal ein bisschen verstreute Wolken. Oh. Oder durchbrochene Wolkendecke. Ach, sieht das herrlich aus immer. So. Dann lassen wir das mal so. Wie gesagt, wir können es uns einstellen, wie uns das beliebt. So, dann sehen wir ein bisschen mehr von der Stadt. Ach, ich mag das Spiel. Obwohl es nicht so wirklich Spiel ist, es ist mehr Simulator, also Spielwert kommt drauf an. Da sind schon mal Kreuzfahrtschiffe. Die können wir nicht steuern, die können wir nur beobachten. Da ist die Freiheitsstatue. Da weiß ich nur, dass es ein Geschenk der Franzosen war. Und dass die aus Kupfer ist. Das heißt, wird man die ein bisschen polieren, wird die wieder bronzefarben aussehen und nicht so grün. Aber grün ist ja auch nicht schlecht. So, ich glaube, die wissen nicht, wie man Schiff fährt. Das passt ganz gut, weil ich weiß nicht, wie man Flugzeuge fliegt. So, dann müssen wir uns natürlich das auch noch bei Nacht ansehen. Ich stelle es jetzt einfach mal hier um. Und alles wird dunkel. Und jetzt.
Ja, ich weiß gerade ein bisschen viele Markierungen hier überall, aber das hilft mir, mich zu orientieren. Die Skyline hätte ich so gefunden von Manhattan, den Rest eher nicht. So, dann wieder Tageslicht, bitte. Und dann können wir die Wolken noch ein bisschen höher machen. So sieht das doch genial aus. Wir können natürlich auch den Wellengang beeinflussen mit dem Wind. Das sieht teilweise auch schön aus. Wenn Zeit ist, gehen wir mal vielleicht an die weißen Klippen von Dover. Die gefallen mir auch relativ gut. Und schaut euch hier mal Manhattan an. Wir nehmen mal direkt einen Kurs aufs World Trade Center, auf das Neue. Ja. Wie gesagt, kein 9-11-Joke hier. Nur ein halber. Wir haben es ja verfehlt. Also, wo ist das Pentagon? Okay, das reicht jetzt wirklich. Ja. Tragische Geschichte. Ich komme da aber nur mit schwarzem Humor klar. Da ist Hoboken. Da war ich in GTA 4 als Nico Bellic unterwegs. So, da ist eine Hell's Kitchen. Keine Ahnung, vielleicht kocht der Chefkoch da mit sehr viel Chili. Da ist das Chrysler Building, das habe ich auch schon mal gehört. Kann das echt nicht schneller, das Flugzeug? Na, muss nicht, aber New York ist halt groß. Und das Empire State Building, das kennt man ja. Nette Geschichte, war glaube ich das erste wirkliche, größte Wolkenkratzer-Gebäude auf der ganzen Welt für eine ganze Weile. Und Rose Hill, Kips Bay, sagt mir alles nicht. Central Park, den müssen wir auf jeden Fall noch besuchen. Und dann geht's mal entweder nach Calais oder direkt an die weißen Klippen von Dover. Dann schauen wir uns nochmal ein bisschen an, wie die Klippen aussehen. Da können wir ruhig mal einen größeren Airbus oder was nehmen. Auf jeden Fall, was in der Luft bleibt und was besser verarbeitet ist. So, der ist jetzt schlecht beleuchtet. Der Central Park, finde ich zumindest. Klarer Himmel. Oh, der ist ja riesig. Das ist schön. Ich wünschte, Stuttgart hätte auch so einen riesigen Park in der Mitte. Das ist richtig gescheit eigentlich geplant. Und die Menschen brauchen auch Grünzeug. Wird man ja verrückt. Sieht man ja in Stuttgart. Und generell finde ich solche Parkanlagen, die so groß sind, immer relativ nützlich und schön. Also, der Rest ist zwar ein Meer aus Beton und Stahl und Flüssen. Ah, trotzdem, mir gefällt's. Sugar Hill. Da bin ich richtig aufgehoben. Ich hätte wieder Hunger. Ach, ist schon nice hier. Wäre auf jeden Fall mal eine Reise wert. Das Problem ist, ich bin noch nie geflogen in meinem Leben. Nicht mal unfreiwillig. Ich habe da, wie nennt man das, Flugangst gemischt mit Höhenangst. Und ich habe so, ich tue mich so schwer, dem Piloten zu vertrauen. Ist aber komischerweise nur bei Piloten der Fall und ähnlichen Transportleuten. Also Ärzten vertraue ich komplett, zumindest soweit sinnvoll ist. Aber Piloten, wenn ich selber fliegen könnte, würde ich fliegen. Aber wenn ich jemandem anderen zutrauen muss, mich zu fliegen, obwohl der es natürlich deutlich besser kann, keine Ahnung. Ich lege mein Leben ungern in die Hand von anderen, sei denn es geht nicht anders. Irgendwie eine komische Macke von mir. Aber Autofahren ist ja auch schön. Das liebe ich zumindest. Kann ich auch selber fahren. Als Beifahrer stelle ich mich auch ein bisschen komisch an. Kommt auf den Fahrer an, aber generell würde ich sagen, bin ich schon ein aufmerksamer, sprich sehr nerviger Beifahrer. Aber noch keinen Unfall gehabt. Weder als Beifahrer noch als Fahrer. Außer einmal kurz nachdem ich meinen Führerschein hatte beim Ausparken. Ich sag immer noch, das lag am anderen Auto. So, dann habe ich gesagt, nach Großbritannien. Das wäre Südamerika gewesen. Das ist Spanien und Gibraltar. So weit reichen meine Kenntnisse noch. So, hier sind irgendwo weiße Klippen von Dover. Am besten bei Dover dran. Dann setzen wir uns mal hier hin. Abflug festlegen. Und wir wählen uns ein schönes großes Flugzeug. Also schön sind sie alle. Groß sind viele auch. Ihr könnt natürlich auch so eine Huge Aircraft Company
die Hercules H4 nehmen, aber der traue ich nicht. Und die kann nur 278 schnell fliegen. Oh nee. Darm nehmen wir doch entweder hier den A, ja, warum nicht? A320 Neo. Lackierung, warum nicht? Obwohl die links sieht auch gut aus. Ist egal. Und losfliegen. So, da sind wir. Unser Flugzeug ist noch nicht sichtbar, aber das wird schon auftauchen. Hoffe ich mal. Bereit zum Fliegen. Noch sehe ich kein Flugzeug. Da hat was nicht geladen. Oder sind wir das da unten? Also meinen Schatten kann ich erahnen. Na gut, dann starte ich das nochmal neu und wir sehen uns, wenn es abflugbereit ist. So, da sind wir. Die A320 Neo habe ich jetzt nicht genommen. Das hat nach einem Neustart des Spiels zwar funktioniert, aber die ist so wenig wendig wie nötig. Ich habe da echt Probleme gehabt, die Klippen anzuschauen. Deswegen nehmen wir den schönen kleinen Jet hier. Den kann ich ein bisschen besser steuern. Und der hat eine schöne Lackierung. Und irgendwie müssen wir nach links, da sind die Klippen. Ah, das hat mit der Boeing gar nicht geklappt. Mit dem Airbus, da bin ich leicht notgewassert und dann war es irgendwie, was steht da? Blurred Reality. Na gut, besser als das, was ich zuerst gedacht habe, ist Blueberry Reality. Es wäre mir jetzt nicht wert gewesen, die Blaubeeren als meine Realität zu verkaufen. Hey, nach einem Neustart funktioniert das Spiel wieder gut. Ich habe auch keine Lecks, gut, unter mir ist auch sehr viel Wasser. Können wir ein bisschen Sturm einstellen vielleicht? Wetter? Ah, mein Mod ist reingeladen worden nach dem Neustart. Zero Visibility, genau das wollen wir. Seht ihr noch was? Genau, ich auch nicht. Was haben wir denn noch für Presets, Was sind denn Alto Cumulus Castellanus Wolken? Ach, das da. Wusste ich doch. Dann haben wir hier bedeckt. Wir haben Wildfire. Oh je, ganz England brennt. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, die ganze Welt brennt. Das wäre ein gutes Fallout-Setting hier. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ich mag das Konzept, die Technik, die Grafik und die Konfigurierbarkeit bei dem Simulator echt richtig gerne. Würde ich das Spiel bzw. den Simulator empfehlen? Eher nicht. Zumindest nicht für den Otto-Normalspieler. Also ich würde sagen, man braucht schon einiges an Interesse an Flugzeugen oder Flugsimulatoren, um hiermit wirklich was anfangen zu können. Alternativ, und das trifft auch auf mich zu, braucht man einiges an Lust, bekannte und unbekannte Orte im Simulator wirklich zu erkunden. Dafür ist er perfekt. Generell ist halt der Simulator-Aspekt hier deutlich im Vordergrund. Spielwert in dem Sinne, wie ich den halt definiere, kommt mir persönlich zu kurz. Vielleicht verständlicher ausgedrückt, es ist kein Euro-Truck-Simulator oder kein Powerwashing-Simulator oder kein Supermarket-Simulator, sondern doch sehr technisch insgesamt. Zudem kommt noch, dass man echt beefige Hardware braucht und am besten natürlich noch einen gescheiten Monitor. Das heißt, je besser die Farbwiedergabe und je höher die Auflösung, umso besser. Ich zock auf einem 42 Zoll LG OLED mit UHD-Auflösung. Das ist, da geht auch noch einiges nach unten. Also das Setup braucht ihr nicht, aber es ist zumindest ein IPS-Panel und boah, 2K oder WQHD wäre schon gut, dass ihr wirklich das volle Potenzial vor allem grafisch ausschöpfen könnt. Des Weiteren braucht das Spiel wirklich übermäßig lange beim Installieren und Updaten. Also das dauert gefühlt 2 halbe Ewigkeiten. Zusammengefasst dauert es eine Ewigkeit und verbraucht natürlich auch eine Menge Platz auf der Festplatte. Bei mir sind es, glaube ich, 300 GB so circa auf der SSD, zumindest als ich das letzte Mal geschaut habe. Ist vielleicht ein bisschen besser geworden oder noch schlechter. Ich habe jetzt nicht extra nachgeguckt. So, das waren jetzt ganz schön viele negative Punkte, deswegen nochmal zur Betonung, mir gefällt der Simulator richtig, richtig gut. Die Möglichkeiten, die bombastische Grafik, das ist einfach fantastisch für mich.
Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt's mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.